Servus, liebe Freunde. Willkommen zurück beim Plane Landwirtschaft. Wir sind hier dabei, unser Lager für den Winter zu füllen. Auch wenn der Kollege anscheinend da nicht so richtig Lust drauf hat. Das möchte er aber jetzt doch mal bitte machen. Gut, wir haben hier überall das Wachstum am Laufen. Müssen hier nur die Strohballen noch fertig machen. Können da dann auch die Wintergerste einsehen. Gucken nochmal im Kuhstall. Da haben wir ja in der letzten Folge alles hier soweit etwas verbessert. Sollten auch mal langsam wieder an eine Verjüngungskur denken. Wir sind bei 303 Kilogramm pro Tag, das ist schon mal gut. Roggen- und Sommergerste wurde geholt, das ist sehr erfreulich, denn so kriegen wir hier ein bisschen Platz im Lager für das nächste Jahr und natürlich gutes Geld rein. Das hilft uns weiter. Wir sind bei 2,62 Millionen, 1,4 grob gesagt fehlen noch, bis wir hier den nächsten Rang erklimmen. Und da bin ich mal gespannt, wenn wir Knecht gewesen sind und diesen Status verlassen, wo wir uns dann hinbewegen. Wie gesagt, es gab so die Information, ich hoffe eigentlich, dass es nicht wahr ist, dass es bei 10 Millionen erst auf den Bauer geht. Da wäre ich echt mal gespannt. So, Kalbfleisch wurde gemacht, das ist sehr gut. Das brachte auch wieder ein bisschen Geld. 19 Tonnen Stroh kamen rein, das ist auch sehr erfreulich. Und Stroh kommt ja noch einiges dazu, denn jedes Mal, wenn wir hier was geerntet haben, sind wir dann mit dem Stroh ein bisschen weiter. Und ihr seht, wir haben das letzte Mal so viel verkauft von dem Stroh und trotzdem ist es schon wieder auf 74,6 Tonnen. So, wir lassen mal ein bisschen vorlaufen. Da werden die einzelnen Termingeschäfte jetzt abgerattert. Das geht richtig gut ab. Das bringt gutes Geld. Hier, wir können auch in den Finanzen mal schauen, ne? 146.000 Euro im letzten Monat allein schon nur durch die Termingeschäfte. Diesmal sind wir in dem Monat schon bei über 65.000 Euro. Das lohnt sich also richtig dicke. Gut, unser Lager leert sich so langsam. Das heißt, wir müssen beim nächsten Annehmen von einzelnen Geschäften auch schon langsam drauf achten, Sachen zu nehmen, die vielleicht auch noch bedient werden können. So, gepflügt haben wir. Jetzt werden wir hier mal auf die Schnelle die Saatbettbereitung starten, denn aus den Augenwinkeln kann man sehen, das Wölkenerfeld ist schon wieder fertig und da können wir gleich mal hier das Heu mähen. Denn hier wollten wir ja auch noch mal ein bisschen Silage uns holen. Das ist optimal, können wir gleich starten. Und ja, spulen wieder ein Eckel vor. Milch wurde geholt, Kalbfleisch, Sommergerste, Weizen, also es rappelt im Karton. Und ihr seht, es geht immer mehr nach unten. Die Sommergerste ist ja ganz gut. Milch haben wir sowieso eigentlich immer viel zu viel. Da können wir eigentlich auch auf die Schnelle nochmal so ein bisschen was verkaufen. Bringt uns ja auch wieder Geld. Kalbfleisch wäre jetzt mal wieder ganz von Vorteil. Silage wurde gerade geholt, das ist auch perfekt. So, wir sehen nochmal schnell aus. Ach, Mensch, Junge, Herr Müller, bitte. So, Wintergerste natürlich, wir wollen das Lager vollklatschen, außerdem geht eh nichts anderes mehr. So, jetzt gucken wir mal bei den Kühen, das sind nicht die Kühe, wir gucken bei den Kühen, genau, aha, sollte sich bald auch wieder was tun. So, wir können aber hier erstmal das Heu einsammeln, das ist viel, viel wichtiger, eigentlich ganz akut und dauert auch immer so ein bisschen, denn mit dem Wagen kann man halt nicht so schnell über den Acker fliegen. So, ein Stückel weiterlaufen lassen, Silage wurde fällig, ausgesät haben wir, Heu wurde eingesammelt, 28 Tonnen Silage brachte uns das. Ihr seht's, wir haben hier richtig gut wieder das Lager gefüllt. So, pflügen den Feld nochmal, genau, wir dem Feld jetzt pflügen tun diese. Ich wollte eigentlich sagen, wir pflügen den Acker, aber wenn man das dann so schnell vermischt, passt das irgendwie doch nicht. So, und jetzt wird's Zeit, dass wir ganz schnell ein paar Kühe bekommen. Wir müssen nämlich unbedingt hier ein wenig schlachten. So, da ist die nächste Kuh gleich fertig geworden. So, noch ein bisschen klingeln lassen. Wunderbar. Weizen und Hafer wurde auch schon wieder geholt. Da müssen wir jetzt mal langsam drauf achten, was wir jetzt noch, wie gesagt, an Termingeschäften nutzen können. So, halt hier, Saatbettbereitung, ganz wichtig. Wir wollen doch noch ansehen. Das geht natürlich nur, wenn wir das Feld vorher dementsprechend hier vorbereitet haben. So, die nächsten Kühe können wir gleich besamen. Wunderbar, da werden auch bald wieder Kühe fällig. Und das nicht wenige.
So, Saatbettbereitung ist fertig. Wir sehen nochmal die Wintergerste aus. Uiuiui, schaut hin, 28,2 Tonnen. Ja, das macht mal der Herr Nagges. Der ist da ja flexibel. Und das Schöne ist ja jetzt, wir müssen nicht mehr so oft unsere Maschinen reparieren. Ihr seht das ja selber schon. Das heißt also, wir können hier ohne Schwierigkeiten immer wieder mal ruckzuck ein bisschen was bearbeiten. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass hier noch ein oder andere Kuh fällig wird. So, alles gleich schlachten. Wintergerste wurde geholt, Hafer wurde geholt. Uiui, ich habe das Gefühl, das Lager wird langsam leer. Da sollten wir nochmal reinschauen. Nicht, dass wir jetzt uns da übernehmen. 2,7 Millionen, also schon 100.000 drauf. Und auch hier sieht man es wunderbar. 115.000 brachte es jetzt schon wieder ein an Einnahmen. Das lohnt sich natürlich. Und im Lager sieht es jetzt schon langsam richtig mau aus. Denn Mais ist sehr, sehr wenig. Wintergerste ist gar kein Problem. Hafer, ja, ist noch im grünen Bereich. Sommergerste müssen wir auch langsam aufpassen. Also von daher sind wir jetzt mit allem durch. Gucken jetzt, nachdem wir gespeichert haben, doch nochmal schnell in den Handelsmarkt, was wir noch hier loskriegen können. Und diesmal gehe ich mal nach dem höchsten Preis. Ja, Weizen geht, Mais geht auch und Stroh geht auch annehmen. Und nein, wir haben jetzt schon wieder einen Fehler. Continue Game steht da. Ja. Okay. Das ist jetzt mal was anderes. Wir stürzen also nicht ganz ab, sondern können das Spiel weiterführen. Haben wir jetzt den Preis angenommen? Also ich glaube, wir haben die jetzt angenommen, die für 2 Euro, ja. Hat also funktioniert. Der stürzt also nicht bei dem Spiel automatisch ab. Das ist schon mal gut. Der nächste Fehler, jetzt kommen dauernd hier Fehler. Das ist natürlich nicht gut. Also werden wir erstmal noch ein bisschen abwarten. Was ist jetzt? Pokerrunde. Aha, war was Neues. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du ein Niet beim Pokern bist? Ja, wenn ich hören will, du zahlst 4.000 Euro Schulden und das nur, weil der alte Friedfällen sich verrechnet hat, sei froh. Okay, was ist das denn jetzt? Keine Ahnung. War was ganz Neues. Überraschungen folgen Überraschungen. Also hier ist richtig viel los. Keine Ahnung, was das jetzt war oder sollte. Ah, ich sehe schon, wir haben natürlich hier auch eine ganze Menge, die jetzt fällig wird. Das sollten wir jetzt auch erstmal abwarten. Ich glaube, ansonsten könnte es sein, dass wir da baden gehen. So, und jetzt klingelt's hier. Sommergerste wurde fällig, Hafer wurde fällig, Kalbfleisch wurde fällig, Sommergerste wurde nochmal fällig. Und die Wintergerste, die erste, kann abgeerntet werden. Ja, wunderbar. Also, das ist eine Folge, die hat's in sich hier heute. Mit der Pokerrunde, das hatten wir noch nie gehabt. Das ist also was ganz Neues. Oh, die Kühe sind auch bald wieder soweit. Sehr gut. Und, ja, Kalbfleisch, da haben 600 Kilo gefehlt. Das war natürlich nicht gut. Müssen wir also gucken, dass wir jetzt doch wieder gleich ein paar Kühe schlachten. 15 Tonnen Wintergerste. Ja, die erste Wintergerste der Saison haben wir eingefahren. So, wir gucken nochmal ins Lager rein. Ja, das sieht ziemlich mau aus. Mist, da kommt der nächste Kalbfleisch. Also jetzt müssen wir langsam aufpassen. Es wird kritisch. Denn wir machen doch ein bisschen mehr Verlust als eigentlich gewollt. Deswegen hoffe ich jetzt, dass unsere Kühe langsam hier mal in die Puschen kommen. Oh. Oh, was ist jetzt schon wieder? Fußballwette? Du hast zufällig bei mehreren Fußballwetten gewonnen und erhältst 31.000 Euro. Okay, dagegen sage ich nichts. Ist aber jetzt auch eine ganz neue Sache, die jetzt hier reinkommt. Irritiert mich so langsam ein bisschen. Hat er schon langsam den Stil von Monopoly mit Ereigniskarten? Okay, aber bringt mal ein bisschen Abwechslung rein. Man weiß ja nie, was hier läuft. Halt, ich bin immer noch auf dem schnellen Vorlauf. So, gleich mal zwei Tiere schlachten, bevor es nämlich dann sozusagen wieder in die Miesen geht. Jetzt müssen wir hier aber erstmal pflügen. Wer ist ja hier total durch den Wind mit dem, was jetzt abgeht? Okay, also erstmal pflügen. Eins nach dem anderen. Bitte abarbeiten jetzt. Wir machen hier mal zu. Mal gucken, wo wir stehen. Hier können wir das Treptower-Feld ernten. Das macht bitte mal die Frau Fischer. So. Okay, jetzt sind wir soweit wieder bei. Und, ja. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Termingeschäft Hafer. Also ihr seht, unser Lager leert sich ziemlich schnell.
Und wir können jetzt nur noch die Wintergerste hier bearbeiten. So, das nächste Jungtier wurde fällig gleich wieder schlachten. Wir wollen ja auch gucken, dass wir hier dementsprechend unser Lager so weit gefüllt hatten, dass wir hier dann gleich wieder ein bisschen Kalbfleisch verkaufen können. Und es gab schon wieder Nachwuchs im Kuhstall. Ja, gleich her damit. So, jetzt lassen wir nochmal einen Ticken vorlaufen. Nicht allzu viel, ich weiß, weil wir haben nämlich hier das Problem. Jetzt geht wieder einiges auf einen Schlag. Das heißt, wir werden hier erstmal die Strohballen pressen. So, das muss natürlich erledigt werden. Hier unten können wir gleich ernten, das ist gut. In der Zeit schauen wir schnell nochmal in den Kuhstall, werden nochmal zwei Tiere schlachten. Da geht sowieso gleich jetzt wieder rund. Ah, da ist auch eine neue Übersicht. Aha. Oh, und ich muss schon wieder niesen. Ich glaube, ich habe mich doch so langsam erkältet. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier erstmal alles unter Dach und Fach kriegen. Mein Gott, mein Kopf. Eieiei. So, Saatbettbereitung auf diesem Feld. Jetzt habe ich das Pausezeichen vergessen noch rauszunehmen. Da ist natürlich nicht so schlimm jetzt. Oh, der Herr Nagis. Komm schon, mein Freund, bitte einmal loslegen. So, das läuft, das läuft, das läuft. Kuhstall, ihr merkt, es wird langsam ganz schön heftig. Wir besamen auch gleich wieder drei Tiere nach. Die nächsten Kühe werden auch gleich fällig. Haben hier oben übrigens gerade die 2 Millionen geknackt. Das ist optimal. Sind bei 2,7. Mal schauen, was uns bei 4 Millionen erwartet. So halb bin ich ja dann doch schon gespannt. Wir gucken mal in die Finanzen, haben schon wieder 47.000 Euro eingenommen, mussten allerdings 2.000 Euro Konventionalstrafe bezahlen. 27.000, ja, das war einmal die 4.000 mit dem Pokern. Okay. Und die Fußballwetten, ja, auch nicht schlecht. Also wir haben jetzt hier auch neuerdings Ereignisse, die in dem Spiel noch mit zum Tragen kommen. Das nächste Stroh wurde geholt, 3,4 Tonnen. Ja, ist noch genug Stroh da. Kommt auch jetzt noch mehr als genug Stroh mit dazu. Die Wintergerste füllt sich auch. Kalbfleisch sieht auch ganz gut wieder aus. Hier, die liefern sich ein Wettrennen, oder was? So, hier kann man nochmal die Wintergerste ansehen. Ist ja noch September. Da haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit, einiges zu bearbeiten. So, das ist erledigt. Die Ernte müsste jetzt eigentlich auch gleich fertig sein. Also ich sollte ja wieder auf Play drücken, sonst funktioniert das nicht. So, die Strohballen sind soweit vorbereitet. Die brauchen wir jetzt hier auf dem Feld nur noch zu pressen. So, damit haben wir schon wieder drei Leute unterwegs. Hier sind wir bei 80%, da tut sich auch bald was. Gucken nochmal gerade im Kuhstall. Ich wollte nämlich gerade sagen, da müsste sich doch auch bald wieder was tun. Jungtiere gleich wieder zwei schlachten. Da gucken wir gleich nach. Erstmal Strohballen einsammeln. Ja, jetzt geht's so langsam hier richtig ans Eingemachte. So, gucken jetzt nochmal hier bei den Kühen. Wie sieht's aus? Ja, da ist wieder eine mit Null. Da ist nochmal eine. Hier sind wieder gleich zwei fällig. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Können also hier wieder gleich zwei Tiere schlachten. Müssen aber jetzt erstmal das Treptower Feld pflügen. Jo. Das geht hier ab. Ich wage gar nicht daran zu denken, was passiert, wenn wir alle Felder hier haben. So, die Strohballen sind gepresst. Der Kollege kommt gerade zurück. Das heißt, wir können auch gleich die Strohballen einsammeln. Da würde ich sagen, der Herr Nagis, der fährt mal kurz mit dem Traktor raus und holt die ganzen Strohballen wieder rein. Auf, dass wir noch ein bisschen was einkassieren. Apropos, Sommergerste, Stroh und Hafer wurden auch schon wieder fällig. Hat uns finanziell nach oben gebracht, das Lager ein bisschen geleert. Das sieht soweit richtig gut aus. Und im großen Kuhstall hat sich schon wieder was getan. Schon wieder gleich zwei frische Kühe, die wir zum Glück gleich in unser Lager verschlachten können, haben 3,7 Tonnen. Damit sollte auch das ein oder andere nächste Projekt gesichert sein. So, 5.000 Euro für ein bisschen Stroh, das ist natürlich optimal. So, und jetzt probieren wir aber doch nochmal kurz vor Schluss, ob wir nicht doch noch ein bisschen was annehmen können. Wir gehen mal auf den besten Preis. Stroh ist immer gut, Silage ist auch immer gut. So, nochmal Silage, nochmal Stroh. Mal gucken, wieder ein Fehler drin. Das ist toll. Was haben wir denn hier?
Index out of range, exception area index is out of range. Naja gut, wenn du außerhalb des Rahmens bist, solltest du vielleicht wieder mal in den Rahmen zurückkehren. Das scheint jetzt ein Dauerfehler zu sein. Das ist natürlich auch nicht mehr so toll. Gut, aber wenigstens stürzt das Spiel nicht ab. Und wir können dementsprechend hier richtig das Ganze bearbeiten und machen. Ohne Unterbrechung. So, jetzt haben wir hier nochmal das Pflügen. Das werden wir nochmal im Schnelldurchgang machen. Rocken wurde nochmal bestellt. Okay. Ja, da müssen wir jetzt auch mal schauen, dass wir hier bald auf unser Lager aufpassen. Denn Rocken dürfte, naja, ein bisschen was haben wir noch da. Geht also noch. Das Stroh wird langsam voll. Verkaufen wir einfach mal die Hälfte wieder. Wir haben ja genug Möglichkeiten. Und es kommt ja auch durch die Wintergerste noch eine ganze Menge Stroh rein. Wir spulen vor, müssen die Fahrzeuge hier mal zum Ende bringen. So, Milch und Wintergerste und ein paar andere Sachen wurden noch geholt. Das heißt, auch hier das Milchlager hält sich gut in Grenzen. Und in der nächsten Folge werden wir hier die zwei Saatbettbereitungen noch starten. Ich gehe in der Zeit mal hier auf Pause. Jetzt wird's nämlich langsam eng. Von der Zeit bis zum Winter. Wir wollen ja gucken, dass wir da noch auf alle Fälle was entsprechend anpflanzen können. Und von der Wintergerste sind ja auch schon knappe 100 Tonnen unterwegs. Das ist eine richtig große Zahl, denn wir haben ja auch das Lager entsprechend erweitert. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.